Also bei mir geht's um meine Beziehung. Wie alt bist du und seit wann hast du diese Beziehung? Ich bin 15 und ich habe die Beziehung schon seit 8 Monaten. Und da gibt es Und jetzt Probleme. ja. Um welche Art von Problem? Also, das war halt meine erste richtige Beziehung. Und am Anfang hing sie halt noch sehr viel an ihrem Ex. Und das wollte ich dann nicht einsehen, dass es dann echt schlecht für mich ist. Wollte sie nicht einsehen? Da wollte ich nicht einsehen. Ich habe nichts dagegen getan, obwohl Ah, ich okay. mich dabei komplett schlecht gefühlt habe. Und dann ging es halt weiter so, bis ich dann eine Woche mal nicht zur Schule kam. Wir gehen in die gleiche Schule. Und wir treffen uns auch teilweise privat. Dann hatte ich in einer letzten Woche vor den Ferien hatte ich dann Corona. Und an unserer Schule geht man einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zum Gottesdienst. Und da sind die dann halt hingegangen und dann ist sie halt da mit ihrem Ex, der auch auf unserer Schule ist, hingegangen, haben sich vertragen und ich war zu Hause mit einer gebrochenen Hand und Was war heißt, am sie haben sich Ende. vertragen? Heißt, sie haben sich geküsst, umarmt und das hat mir dann meine Klasse alles erzählt gehabt. Das ist aber nicht vertragen. Das ist schon wesentlich mehr. Ja, und ja, dann. Okay. Und trotzdem seid ihr jetzt noch zusammen? Im Moment schon, aber Aber. ich habe da halt echt viel Zweifel, weil ich sehr viel Vertrauensprobleme im Moment mit ihr habe und Ja. ich meine, ich kann ihr vertrauen, aber irgendwie auch nicht, weil da war echt viel und das war nicht das einzige Mal, wo sie mich so verletzt hatte. Habe ich es eben akustisch richtig verstanden? Hast du gesagt, du kannst ihr vertrauen? Ich kann ihr irgendwie vertrauen, aber irgendwie auch nicht. Okay. Ich Ja. kann ihr nicht vertrauen, dass sie mich nicht verletzt, aber ich kann ihr vertrauen, dass sie nichts mit jemand anderem anfängt. Aber sie hat das mit ihrem Ex-Freund gemacht Ja. und war nicht für dich da, als du den Vorfall da hattest. Ich glaube, da könnte jeder nicht mehr vertrauen. Ja, das wird dann auch noch schlimmer. Und dann haben wir versucht, irgendwie das weiterzumachen. Und ja, dann ist sie irgendwann, wo wir einen Riesenstreit hatten, mit einer meiner besten Freunde zusammengekommen. An dem gleichen Abend, wo ich sie 20, 30 Mal angerufen hatte und sie nicht drangegangen ist, habe ich versucht, mich umzubringen. Und dann hat meine Mutter das alles mitbekommen. Und dann musste ich von da aus dann in eine Notklinik für eine Nacht und ich war dann diese ganze Nacht in dieser Notklinik und habe eigentlich die ganze Nacht nur geweint und das war echt viel für mich. Ja, verständlich. Und seitdem ich da war, habe ich jetzt auch bestätigte Depression und ich kriege auch Tabletten dafür. Okay. Also, was mir jetzt wichtig ist, ist, dass du dich um dich selber kümmerst.
Ja. Und ich finde es tatsächlich gut, dass das jemand mitbekommen hat und du da entsprechend therapeutische Hilfe bekommen hast und hoffentlich auch weiterhin bekommst. Zu deiner sogenannten Freundin kann ich sagen, dass sie nicht deine Freundin ist. Die kannst du aber sowas von vergessen. Ja. Also scheinbar spielt sie nur mit dir und will dich halt warm halten irgendwie. Und das hast du absolut nicht verdient. Ja. Und ich finde es schrecklich, dass du das mit dir machen lässt über einen so langen Zeitraum. Das ist alles verschwendete Zeit und es geht dir immer schlechter. Was muss sie denn noch alles machen? Ja, es ist halt schwer irgendwie loszulassen, weil ich habe wirklich alles mit ihr gemacht, Ja, so und verstehe ich, aber findest du nicht, dass es besser ist, keine Freundin zu haben, aber dafür weniger Probleme? doch, klar, das. Ich bin einfach im Moment echt verzweifelt. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Und ich Aber der im Lösungsweg Moment. sollte eigentlich sehr, 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 sehr klar sein für dich. Sie Ja. ist nicht gut für dich und du hast was sehr viel Besseres verdient. Was sehr, sehr viel Besseres. Und das wird auch noch kommen. Die Hauptsache ist jetzt, dass du stabiler wirst mit dir selber und mit deinem psychischen Wohlbefinden. Ja, Darauf da solltest du ist. dich jetzt konzentrieren. Ja, da ist auch das Ding. Also, ich hatte früher mal, das war nicht wirklich was Ernstes, eine Beziehung mit einer aus meiner Schule. Und das war halt eigentlich nichts Ernstes. Das ist halt so eine Kinderbeziehung, die jeder mal hatte. Aber im Moment, in den letzten paar Monaten, ist sie mir echt viel bedeutend geworden und hat mir auch echt viel geholfen und war halt Sprich, du auch immer hast für mich da. mit der Person Kontakt gehabt. Ja. Wieder, okay. Und sie hilft mir halt im Moment echt viel. Ich schreibe auch schon die ganze Zeit wieder mit ihr. Und ich möchte halt irgendwie meine Freundin jetzt nicht verletzen. Irgendwie, ich habe auch schon öfters in Anführungszeichen versucht, Schluss zu machen, aber sie hat mich in dem Sinne dann davon abgehalten. Ja. Ich bin etwas sprachlos, weil es eigentlich sehr, sehr klar ist. Und es tut mir sehr leid, dass du das nicht so klar siehst. Das ist sehr, sehr schlimm. Sie hat dir Schlimmes angetan. Das ist etwas, was dein Grundvertrauen zum anderen Geschlecht für den Rest deines Lebens prägen kann. Dieses Verhalten, was sie dir gegenüber hat. Und das Ja. ist absolut nicht zu rechtfertigen. Und du hast jegliches Recht, Schluss zu machen mit dieser Person, die dir nicht gut tut. Ja. Konzentrier dich darauf, was dir gut tut, womit du dich wohlfühlst. Und mit dieser Person kannst du mir nicht sagen, dass du dich wohlfühlst. Die verletzt dich in einer Tour. Das geht nicht. Das hast du nicht verdient. Ja. Und da ist es absolut verständlich, wenn du einfach mal kein Mitleid zeigst und einfach ja, klar handelst und konsequent bist und auf dich selbst achtest. Ja. Das wäre der tatsächlich erste und wichtigste Schritt, meiner Meinung nach. Ja, ich. Damit du auch wieder einen klaren Kopf kriegst. Du musst doch ständig Stress haben. Ja, das Ding ist auch, dass sie mich immer richtig stresst, in dem Sinne, dass. Also an unserer Schule haben wir öfters solche Kurse, die über Nacht sind. Und das war halt ein Wahlkurs und da habe ich halt gestern drei teilgenommen und dann da geschlafen. Und dann hat sie mir richtig schlechtes Gewissen gemacht, dass ich da bin und keine Zeit für sie habe. Ach. Okay. Gut.
Ich denke, die Antwort sollte wirklich klar sein. Die versucht dich einfach irgendwie komplett abhängig zu machen, kirre zu machen und dich warm zu halten. Ich finde keine Ja. anderen Worte und ich finde es super, super tragisch, wie die Situation da gerade ist. Und da solltest du bitte, bitte Konsequenzen draus ziehen und auf dich selber achten und da einfach einen Schlussstrich ziehen. Ja. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Aber das kriegst du Das hat hin. aber schon. Ja, Definitiv. Du das. hast ein stabiles Umfeld. So scheint es. Du scheinst da ja eine andere Freundin zu haben, eine Freundschaft zu haben, die dir gut tut. Und darauf solltest du dich erstmal fokussieren. Bis du dich wirklich Ja. wieder selbst wohlfühlst und stabiler wirst. Okay? Ja, da gäbe es noch was, wo ich gerne drüber reden würde. Ja. Also, ich bin komplett ohne Vater aufgewachsen. Und, also ich bin halt ungewollt gewesen. Und sagen wir so, mein Vater wollte mich halt nicht und mein Vater war halt echt ein schlimmer Mensch und der hat meine Mutter in vielen Sinnen abgezogen, für Geld ausgenutzt, für alles. Am Ende waren wir dann obdachlos in Portugal, da bin ich geboren und dann waren wir dann mit meinen Brüdern, mit meinen zwei Brüdern und ja, ich war ja noch zu klein, ich habe das alles nicht verstanden. Aber wir waren auf der Straße in Portugal und hatten kein Geld, kein Essen. Und dann hatten wir irgendwie reiche Leute in der Umgebung, die haben uns dann ein Flugticket nach Deutschland gekauft. Und dann bin ich halt mit 6 Monaten in Deutschland aufgewachsen. Und ich hatte halt einen Onkel, der mir sehr wichtig war. Der ist in 2019 an Lungenkrebs verstorben. Und er war halt wie meine Vaterfigur für mich. Und ich vertrage das immer noch nicht so wirklich gut. Ich brauche einfach irgendwie eine Person, die da ist. Ja, dir fehlt die Stabilität, ne? Und Ja. so das, wo du dich drauf verlassen kannst, etwas. Deswegen ist es wichtig, dass du dir diese Stabilität eben selber auch geben kannst. Hast du jetzt aktuell eine Therapie oder schaut ihr gerade nach einer Therapie für dich? Ja, ich habe eine Psychiaterin. Du hast eine. Sprichst du bei ihr auch alles an, also auch das, was du jetzt hier ansprichst? Warum nicht? Nee. Ich weiß nicht, ich fühle mich, wenn ich sowas sage, irgendwie, als ob ich an allem dran schuld bin. Wie kannst du denn dran schuld sein? Weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Nee. Für die Situation, die du beschrieben hast, kannst du überhaupt nichts. Nein, gar nichts. Absolut nichts. Und du bist auch nicht, du, es ist gut, dass du da bist. Und auch, Na. weil du ja betont hast, dass du nicht gewollt warst, es ist sehr gut, dass du am Leben bist. Und es ist sehr gut, dass du hier heute angerufen hast. Ja. Und du kannst stolz auf dich sein, dass du das alles hinter dir hast. Und jetzt geht es darum, dass du das, was du erlebt hast, was wirklich schlimme, schlimme Dinge drin sind, was schlimme Sachen sind, dass du die für dich verarbeitest und stärker da wieder rausgehst.
Und deswegen ist es super, super wichtig, dass du da mit einem fachlich ausgebildeten Personal, also mit deiner Psychiaterin, drüber sprichst. Und offen drüber sprichst. Hat dir das Ja. geholfen, heute Abend hier drüber zu sprechen? Ja. Siehst du? Und glaub mir, es wird dir langfristig auch noch mehr helfen, wenn du das alles offen und ehrlich ansprichst. Es geht um dich. Und darum, Ja. dass es dir wieder besser geht. Weil das hast du verdient. Absolut. Ja. Also, nimm's dir mal vor, wie du hier heute Abend auch mit mir drüber gesprochen hast, was sehr, sehr stark war von dir, dass du das eben auch dort ansprichst. Nur dann Ja. kann dir geholfen werden. Ja. Ich finde, du bist eine sehr, sehr starke Person. Und das meine ich ganz ehrlich. Und ich finde es gut, dass du da bist. Danke. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Wir drücken dir alle hier die Daumen Ja. und es wird wieder. Okay? Ja. Gut. Okay. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Tschüss.